Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Warworld, wo wir immer noch in unserem ersten Run nach der endgültigen Vernichtung des Endbosses sind. Und ich muss sagen, die Höhe kann man brutal anlegen hier. Ein bisschen in den Himmel gehen. Ah ja, ich hatte kurz eine Essenspause eingelegt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht hatte, aber ich glaube, die Mine hier war leer, oder? Oh shit, das hätte ich mir vielleicht merken sollen. Aber ja, sieht sehr leer aus für mich. Ja, die haben wir leer gemacht, sorry. Mein Fehler. Ich war jetzt auch ein paar Stündchen gerade weg. Also wir legen ab und gehen weiter die Wand runter. Bis zum bitteren Ende. Wir werden ja noch auf ein paar Gegner stoßen. Ich meine, es gibt ja noch eine Wolkendecke müsste es geben. Und ja, es fehlen immer noch ein paar Blueprints. Die hätten wir natürlich ganz gerne vollständig. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier unbegrenzt rumfliegen können. Ist aber auch spannend rauszufinden. Und die Angriffe werden natürlich stärker. Aber was ist denn... Also werden die unendlich stärker? Und irgendwann schaffen wir es halt nicht mehr mit unserer Technik gegen die Angriffe. Oder hören die Angriffe einfach irgendwann auf oder bleiben die einfach irgendwann gleich stark? Das sind sehr wichtige Fragen, wie ich finde. So, komme ich hier unten nochmal durch. Das ist natürlich praktisch. Ui, wo mehr sind hier Ressourcen drin, ne? Mit hoch, falls der Angriff kommt. So. Okay, gegen den sind die Minen ganz gut, ja? Hey, als ob ich ihn nicht getroffen habe. Den müssen wir auf jeden Fall noch verbessern. Den Railgun müssen wir noch verbessern. Okay. Voll klar, würde ich sagen. Zeitlich wäre es auch so langsam die Zeit, wo der letzte Bosskampf gekommen wäre, ne? Also den man bis dahin nicht schaffen konnte, bis man die Kopfkies hatte. Aber... jetzt sollte das ja nicht mehr der Fall sein. Strobopop, Strobopop. Denken wir auch mies, dass die besseren Höhlen größer sind, ne? Das ist schon gemein. Wirken immer so verschlungen, aber teilweise sind die es gar nicht. Wenn man alles abgebaut hat, sind die meistens dann doch relativ zugänglich. Oh, haben wir schon 140.000 Punkte. Upgraden. Wie sollen wir die ganzen Materialien hier rauskriegen, bitteschön? Wie soll ich die hier rauskriegen? Komm. Schmeiß die alle da rein. Aber alle. Das sind die hier auch alle, obwohl die kann ich nach vorne ziehen. Aber die hier raus. Ja, die Drohnen machen das schon erstmal.
aber dann alles da rein. Jetzt versuchen wir mal in die Richtung mitzunehmen. Beim muss man ein bisschen. Ah. Oh. Nur wegen den Viechern hier. Komm mal. Wirkt bis jetzt nicht so stark, ne? Der Angriff. Mal wie? Wie? Der Strahl ging mitten durch. Ich nehme echt eine kleine Hitbox. Die Viecher. Wir gehen wieder rein. Wir gehen jetzt einfach mal in den Absaugevorgang. Ich glaube ehrlich, im Early Game, also wenn man noch nicht den Boss besiegt hat, ich glaube, man sollte die großen Minen einfach große Minen sein lassen. Und die einfach gepflegt ignorieren. Weil das kostet ja so viel Zeit hier drin. Also klar, Rohstoffe gibt es ja auch jede Menge dafür. Aber trotzdem. Ja, die ganzen Rohstoffe nix, wenn man vorher vom Boss gekillt wird. Ich will einen größeren Staubsauger. Das geht nicht. Geht einfach nicht. Ich habe noch keine Anomalie gefunden bisher. Das beunruhigt mich ein bisschen. Und eigentlich große Höhle ohne Anomalie wäre richtig fies jetzt. Runter. Das sieht doch noch einer aus. Eine Waffe tatsächlich. Wir gucken uns die Waffe auf jeden Fall an. Singularity Generator. Das war der mit den Blitzen. Der war eigentlich ganz nice. Jetzt haben wir halt schon so viel Power in die Ding gesteckt, ne? In die Railgun. Puh. Muss mir schnell einen guten Weg hier reinsuchen. Wie komme ich hier am schnellsten zu diesem Becken? Kann ich hier drum, ha? Huh? Hier unten. Runter, runter, runter. Oh, wow, was ein Weg, ey. Da ist ja gar kein Problem eigentlich gerade, ne? Eine Anomalie, das war die Waffe. Ja, er ist echt nicht drin. Er ist echt nicht drin. Hier hoch, hoch, hoch. Dann direkt wieder runter, runter, runter. Weil das runter geht natürlich. Hier durch, dann da runter. Hier schon mitnehmen. Ah, da ist schon. Okay. Boah, ist das viel. Da müssen wir noch ein paar Mal rennen. Aber hey. Ist okay für mich. Gut ist, dass uns dieses Auflader-Ding hier so ein bisschen den Weg weist. Ich hätte mal mehr Speed reinlegen können, ne, in die Fähigkeit. Im Boost. Na, noch dreimal oder viermal? Dreimal oder viermal, das ist die Frage. Mal kurz noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit für den Boost, den ich jetzt schon die ganze Zeit verwenden muss. Ja. 10% ist nicht die Welt, aber
Wenn man so oft hin und her muss, lohnt sich das, glaube ich, schon. Ich habe das Gefühl, die Wellen werden nicht stärker. Zumindest die gerade war nicht stark. Ja, doch, noch. Noch zweimal jetzt. Ich denke, dreimal. Also dann von dem Zeitpunkt aus, wo ich es gesagt hatte. Und dann passt das. Na gut, muss ich da bleiben. Man weiß es ja trotzdem nicht, ne? Die Viecher hier schon mal gehabt. Alter. Junge. Komm. Railgun, was sagst du? Oder nehmen wir doch den Singularity Generator. Was kostet denn mehr? Der Singularity Generator kostet eher den roten Scheiß. Den haben wir auch noch gar nicht. Aber an sich finde ich den fast besser. Wir wollen ja eh alles mal so ein bisschen sehen, ne? Ah, passt für mich. Wir können immer noch wechseln zwischen den Waffen. Die Kamera könnte ein bisschen schneller mitziehen. Würde helfen bei der Steuerung. Das ist schon da unten. Kommen wir dafür noch einmal her? Ja, wir kommen dafür noch einmal her. Wollen alle Ressourcen der Map haben. Alle. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Wer weiß, vielleicht finden wir sogar noch einen oder anderen Blueprint. Und ich meine, mit den fast 150.000 Upgrade-Materialien kannst du auch gleich die Sprints aufleveln. Das sind ja mega strong, wenn die aufgelevelt sind. Weil ich komme damit die ganze Wand runter. Oder kann damit die Wolken umgehen, einfach durchspringen. Und weiter. Zack. Ich glaube fast, der Singularity Generator ist immer unten und der andere, der Plasma ist immer oben, weil er auch die Ressourcen dafür braucht. Here lies Yon, a Digger Scout, if you come back, alive. Ja, ja. Gut. Viele Gräber in der Wand. Ah ja. Wir haben jetzt gefällt beim nächsten, ne? Der ist halt so viel besser gegen den ganzen kleinen Scheiß. Frage ist, was er jetzt gegen die Großen macht. Ja, guck mal, wie die Großen einfach wegkriegt. Es ist genial. Boah. Absolut genial einfach. Zack, zack. Der ist eine heftige Welle, aber. Ist ein bisschen langsam, aber den kann man auch upgraden. Der ist noch lange nicht am Limit. Da wird jetzt nichts Krasseres mehr kommen, glaube ich. Wunderbar. Die wird auch wieder riesig sein.
Ich kenne trotzdem mal. Vielleicht wissen wir nachher suchen müssen. Medium gerade mal, okay. Eine Anomalie. Die kann mir doch schon mal weg. Obwohl Medium gefühlt nach Gebiet auch immer unterschiedlich groß ist. Aber jetzt sind wir auch die ersten Roten, ne? Wir haben vorher noch keine Roten gehabt. Und wie viel hätten wir mit den Ressourcengeneratoren schon gemacht? Weil wir so viel Zeit einfach haben. Wir hätten hier rumdaddeln können, wir hätten einfach das Spiel laufen lassen können, nur die Wellen machen können. Wir hätten die Ressourcen gekriegt, wir hätten uns alles kaufen können. Eigentlich muss man ein Spiel starten und hoffen, dass man die kriegt. Dann kannst du alles upgraden. Bis zum Maximum. Weil die Zeit hast du dann. Wird sehr viel entspannter, nachdem der Boss gekillt ist. So, Angriff kommt. Ich werde mich besser mal nach draußen verziehen. Aber jetzt war es vielleicht nicht so schlau. Ah, oh, es sind doch einige jetzt hier. Ah, hätte ich das Ding doch gerne noch ein bisschen besser. Mehr Damage. Mehr Reload Speed. Warum nicht beides? Und nochmal Fly Speed für den Plasmaball. Wie das einfach durchrasiert. Es ist gut, es ist super. Der Ball ist das Beste. Das ist ein bisschen langsam im Zielen, aber das ist völlig egal. Ich mach den Rest, ne? Perfekt. Hier macht den Rest. Zack, da rein. Die noch finden. Oh, ist eine Waffe. Ah, ne, keine Waffe. Okay. Für, was ist das? Ist das die Railgun oder Discharge Range, Discharge Damage? Ne, sieht eher aus wie unser Ding, ne? Das wäre gut. Wie unser, hier, Singularity Launcher. Singularity Grenade, was weiß ich. Das Gedöns da. Bam, 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 bam. Aber das ist gleich noch upgraden. Ich glaube, damit machen wir noch einige Wellen. Also. Dass die Wellen zu stark werden, das dauert noch. Lang bitte. Können wir jetzt alles mit hochnehmen? Geht das? Ja. Gehen wir jetzt alles in so einen Strudel. Ja, ja, ja. Komm. Nein, nicht runter. Ah, oh, leck mich doch. Nein! Um Gottes Willen. Alles hoch jetzt. Komm. Nicht so weit weg. Hier, hier, hier hin. Hier hin. Oh. Ja, das hier hoch. Komm. So, da rein. Zack. Ich kriege das relativ gut zum das weitergezogen. Das wäre das Optimum. So.
reicht. Da hole ich's ab. Oh, gegen die Runner sollte man die Minen vielleicht immer verstärken, ne? Die Runner sind schon heftig. Wir haben uns auch bisher, haben wir uns die Bird schon repariert? Ein bisschen vielleicht, ja? Einmal oder so. Die Minen sagen schon so ein bisschen an, wo der Feind herkommt. Perfekt. Das Problem wirklich die normale Währung ist, ne? Traurig. Haben wir oben noch was übersehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gerade. Abdocken. Nächste Mine. Ach ja, guck mal. Lustigen Würfel. Ah ja, der Worthy Knight, den haben wir schon mal gesehen. Wäre doch voll der gute Platz für Patreon-Nachrichten gewesen, oder? Auch nur eine Anomalie. Aber diese Maulwurfsrakete, die wir da noch als Blueprint freigeschaltet haben, die müssen wir uns auf jeden Fall auch noch angucken. Vielleicht geht es noch so ein bisschen um die Ecken. Das wäre natürlich perfekt. Das ist das gleiche Layout wie eben, oder? Es sieht exakt so aus. Kommt schon mal alles hier um die Ecke. So. Sieht zumindest sehr ähnlich aus wieder. Brutal ähnlich. Ich glaube, es ist dasselbe. Das heißt, man könnte sich ja auch einfach das Layout der Minen merken. Was ist das denn? Mach ich auf jeden Fall mal ein bisschen mit Damage bitte, ne? Ja, wirklich so eine gefunden, ne? Genau, perfekt. Okay, also wenn wir direkt treffen, ist das wahrscheinlich der Blast Damage, ne? Ja, jetzt gucken, dass wir direkt treffen nochmal. Zack. 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 Stark. 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 Und raus. Dun, 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 dun. Dann könnte man immer direkt, wenn man schon erkennt, was es für eine Mine ist, einen Weg durchbuddeln. Vielleicht ist es ein bisschen random immer. Ja, okay, es ist auf jeden Fall was anderes drin. Ein Blueprint. Das haben wir noch nie gesehen, dieses Bild hier, ne? Dieses Tor. Heißt, Behemoth-Torpedo. Okay, nehmen wir schon den Maulwurf-Torpedo. Haben wir also nochmal einen verbesserten Torpedo. Das ist natürlich sehr nice. Das heißt, der räumt direkt die ganze Mine, oder was? Will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ob man einen ganzen Run draus macht, weiß ich jetzt nicht, aber es wird ganz schön teuer sein, die zu kaufen, Alter. Aber
sagt den ganzen Kram ja schon mal zur Seite. So. Falls noch mal ordentlich nach unten geht, müssen wir sich alles um die Ecke saugen. Ganz schön viel weiter. Ich hoffe einfach, dass die 200.000, die wir gleich haben, reichen, um alles zu kaufen, was wir gefunden haben. Und die Spinnen. Shit. Hier nicht aufgepasst. Ja, Shironimo. Hallo. Hui. Aber die machen trotzdem schon ziemlich viel, die Drohnen, ne? Die sind schon echt nicht schlecht. Gut, klar, irgendwann geht einem das Material zum Reparieren aus. Zwangsläufig. Also man kann sich nicht endlos reparieren. Irgendwann hat man die Minen eh durch. Ich glaube, man die Minen alle durch, bevor man an den Punkt kommt. Ja, ach, das ist genau die Ecke, wo ich vorhin die Dinger auch rübergezogen habe, ne? Genau hier, wo ich das hier gemacht habe. Hui! Lass mitkommen. Hui! Und der Rest von unten noch. Wie das halt auch einfach noch ist. Allein bestimmt hier nochmal 30. Oh, die habe ich ziemlich gut hochgekriegt, das von einem. Möchte ich mal anmerken. Ah, hier tue ich aber nicht. So, alles mal mitkommen hier. Abgeben. Einsaugen. Abgeben. Einsaugen. Ah, die vier hole ich auch noch. Jetzt wird nichts zurückgelassen. Wollen wir das Maximum rausholen. Zack, zack. Und wieder eine komplette Mine. Okay, wir sind gleich am unteren Ende. Da passiert tatsächlich einfach gar nichts. Eigentlich muss hier auch noch das Wasser so weitergehen, ne? Finde ich. Gut, ja, jetzt können wir noch nach oben, ne? Damit haben wir es eigentlich. Perfekt, die Waffe haben wir komplett. Mehr können wir uns auch gar nicht leisten, weil wir haben einfach nicht mehr. Boah, wie das einfach abgeht, die Dinger. Brrr. Britzel, Britzel. Ein direkter Treffer zerstört das hier. Sind schon viele, also ich würde es nicht mehr alleine schaffen mit den Drohnen. Wo kommt denn der jetzt her? Da unten ist noch Wasser. Der hält wirklich so einen kompletten Ball aus.
Ah, jetzt kommen wir auch schon mehr von den Runnern. Okay. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach oben, weil ich denke, mehr können wir nicht holen. Wir haben alles. Wir haben alles, alles, alles. Vielleicht haben wir noch ein paar Minen, wo ich gesagt habe, da gehen wir nicht rein, weiß ich gar nicht mehr. Weil keine Anomalien drin waren, aber dann ist auch nicht schlimm. Wir haben mal ein bisschen hier gezeigt, was manche Waffen drauf haben. Die Boxen haben leider noch nicht komplett geupgradet, die man mitnehmen kann, oder die Bomben. Wäre natürlich auch cool. Allerdings mit den begrenzten Ressourcen auf dem Map ist das doof, da brauche ich mir schon Harvester. Wäre mal interessant zu wissen, wie weit man wirklich kommt, wenn man hier jetzt aktiv wartet, mit der besten Ausrüstung, der besten Waffe ausgestattet, mit Drohnen und mit Heil- und Abwehrtürmen überall platziert. Man kann ja super wegrennen von den Viechern mittlerweile. Ich will ja gar nicht hinterherkommen. Und dann einfach überall Abwehr- oder Heiltürme, je nachdem. Weil die Heiltürme voll upgraded, glaube ich schon, dass sie einen ziemlich gut heilen, auch wenn man dann halt keine Ressourcen mehr hat. So, jetzt sind wir wieder in der normalen Welt. In der normalen Ebene. Sehen, dass er neben uns herfliegt. Ja, so fast, ne? Wir überholen den nämlich fast. Okay, ist ja mega stark. Also überrennen ist hier nicht so. Aber ich glaube, die Britzel und trotzdem ganz gut was weg. Überrennen ist schon schwer. Also, wir haben doch sogar uns. Wir haben nämlich das Maximum. Noch nicht das Maximum erreicht. Überrennen-Damage. Einmal kann man das noch kaufen. So, jetzt sind wir wieder am Kern. Kommen wir hier jetzt drüber? Okay, wie komme ich denn jetzt raus? Muss ich wirklich sterben, um hier jetzt rauszukommen? Ich dachte, wenn wir jetzt oben einfach zum Kern gehen, sind wir raus. Uns jetzt wirklich sterben lassen? Ich bin nicht verwirrt. Bringt uns. Ja, aber nicht, dass unsere Sachen gleich wechseln mit Quid, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Hallo? Hallo. Ja. Ja. Wo ist Wit, aber das würde ich lieber probieren, wenn ich nicht gerade so viel Kram gesammelt habe. Das ist ja doof jetzt. Soll ich es einfach probieren mit Q? Boah, so eine scheiß Frage. Bin ich sure? Blueprints habe ich aber, oder?
Ja, gut. Oder? Ja, die haben wir trotzdem. Okay, das ist gut. Okay, das heißt, was wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Torpedo Drilling Unit. Upgraden. Klauen, upgraden. Capacitator. Also, Capacitor und Amplifier, die fehlen uns beide noch. Einmal, der Tiefenscanner fehlt uns noch einmal. Was macht der denn dann in der nächsten? Das Force Field fehlt uns noch einmal und der Seismic Generator fehlt uns auch nochmal. Gut, das haben wir als Maximum, Maximum, Maximum. Jetzt können wir es mit dem Springen mal machen. Einmal komplett nach unten, einmal komplett nach oben. Haben wir jetzt komplett. Und wenn man einfach quitten kann, dann finde ich es eigentlich auch okay. Dann gehen wir nochmal kurz rein und gucken uns die neuen Raketen und sowas zumindest an. Und die Sprünge und so, dass wir die auch mal gesehen haben einfach. Bin mal auf die Rakete gespannt, das ist die stärkste Rakete, ne? Stufe 4. Also wir bohren halt einfach mal rein. Zack, Rakete hinterher. Uff. Oh, Alter. Okay, das ist hart. Ja, direkt mal Speed und Drilling Efficiency. Das ist sehr cool. Hier, also das Late Game hält sich dann wirklich in Grenzen. So, wir merken uns mal, hier ist die nächste Mine. Oben kommen ja schon die Wolken. Dann sprinten wir gleich mal nach unten. Guck mal, wie weit wir nach unten kommen. Halt. Ich drücke gerne mal hier. Das muss natürlich sein. Wird immer noch vom Seismic Generator hier weggeklatscht. Bis hier. Und der ist nicht auf der höchsten Stufe, ne? Der ist noch nicht mal auf der höchsten Stufe. Auf der höchsten Stufe macht er wahrscheinlich auch mittlere Minen fast komplett kaputt. Die Mine hier wirkt ziemlich groß. Ansaugding. Am besten wäre eine Drohne. Man muss es nur sagen, dann kriegt man das auch. Nehmen trotzdem erstmal das und das. Ja, für die Drohne haben wir auch gleich was. Ich meine, die erste Runde schafft die Drohne auch ohne uns. Ohne Upgrades. Und die kommen nicht mal annähernd das Schild durch. Würde mich zumindest stark wundern, die drei Viecher da durchkämen. Ja. Dachte ich mir nämlich fast. Ist aber auf jeden Fall Mitte hier. Die Frage ist, ob man hier mit den Jumps auch überrennen kann, ne? Und die wirklich so direkt über einen Haufen springen einfach. Okay. Keine Besonderheit mehr. Wie es aussieht.
Aber ich meine, ja. Ist ja kein Problem. Resource Harvest, der wäre natürlich auch geil gewesen. Hätte man nochmal gucken können, wie weit man kommt. Und damit kann ich jetzt erstmal Drohne upgraden und meine Mining Skills. Ist hier hoch? Ja, ja, doch, 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 das geht schon. So. Das geht schon. Ich wollte gerade sprinten, aber sprinten geht natürlich nicht. Man ist plötzlich wieder so ungewohnt langsam. Ja, sehr gut. So. Zack. Mehr kann ich mir gar nicht leisten. Das heißt, ohne Upgrades. Wir bissen uns wieder in die Mine. Also direkt hinterm Staubsauger verschwinden. Komplett. Nicht direkt. Ja, gerade durch die Luft hochziehen ist schwer. Okay. Ja, dann. Ich muss sowieso nochmal herkommen. Einpacken. Ein offizieller Weg rauszukommen wäre irgendwie noch was gewesen, ne? So über den Ausstieg oben. Das heißt, nehme ich jetzt das hier oder erstmal die Drohne? So, dann springen wir mal nach unten. Boah, das ist über die Mine drüber gegangen. Und wie geht's hoch? Ja. Ist der gleiche Weg tatsächlich. Man kommt doch schon relativ weit. Also jetzt könnte sogar schneller sein. Als der offizielle Weg. Also einfach zu laufen. Ja, RIP. Ist auch wieder mittel hier. Aber genau bis hier geht das Mining-Ding. Wir gucken jetzt mal, was das, wenn das was Geiles ist. Machen wir vielleicht noch kurz. Wenn nicht, dann machen wir die Mine noch fertig und was ist das? Resource-Radar. Ja, also nicht so Geiles. Wir scannen nochmal eine Anomalie noch. Das heißt, die werden eben abgezogen, die man so gefunden hat. Außer es waren Räume, meine ich. Wir gucken einfach mal. Drohne macht das. Ja, eine Waffe. Eine Waffe wär's. Waffe ist mir schnurzpiep egal. Ja, die kommen nicht mal annähernd durchs Schild. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit Wall World. Wir haben nicht alles gesehen, ne? Also, so ein paar Sachen sind halt ein bisschen untergegangen. Ressourcenradar haben wir nicht upgraded, aber guckt euch auch mal an. Gut, es ist nicht so teuer. Geht. Aber ihr habt ja auch gesehen, man hat genug Sachen, die man kaufen kann, die mehr bringen. Für das, was man findet. Und man findet halt eben nicht genug von dem lilanen Kram hier. Das heißt, ja. Wenn ihr es rausfindet wollt, kauft das Spiel, kostet nichts. Also 5 Euro ist aber nicht viel. Und für den Spaß, den ich hatte, hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ne, wisst ihr, wo ihr mich findet. Und ja, so ein Spiel gerne wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen... Gut, ich habe jetzt Wochenende, keine Ahnung, wann die Folge rauskommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.